Willkommen zu unserem Video über die Wirkungen des elektrischen Stromes I. Wir wissen also, der elektrische Strom besteht in Festkörpern aus wandernden Elektronen. Also wir haben das im vorigen Video in den Kupferkristallen gesehen. Schauen wir uns jetzt einmal an, naja, welche Wirkungen sind uns bekannt. Das erste ist also sicherlich einmal die Wärme. Jeder von uns kennt eine Herdplatte. Und was passiert jetzt eigentlich in so einer Herdplatte? Naja, schauen wir uns das einmal vom atomaren Wirkungsmechanismus her. Wir wissen also, wir haben in einem Heizdraht jedenfalls eine Fülle von Atomen, die in einer gewissen Kristallstruktur angeordnet sind. Das heißt also, das sind diese Atome, die in einer Kristallform vorliegen, in einem Metall. Und diese Elektronen, diese Atome haben außen Elektronen. Und was passiert jetzt? Naja, es kann jetzt passieren, dass ein Elektron, und zwar ein Elektron unseres Stroms, also ein Driftstrom mit einer Geschwindigkeit V, auf eines dieser Atome stößt. Und dann passiert weiters, dass wir sagen können, okay, es kommt zu einer Reflexion. Das heißt, unser Elektron wird nach diesem Stoß von diesem Atom wegreflektiert. Und bei jedem Stoß wird Energie übergeben. Naja, und jetzt könnte man uns das vorstellen, wenn wir es so hergeben, dass also dieses angestoßene Atom zu schwingen beginnt. Also es wird mit einer gewissen Geschwindigkeit V hierher schwingen. Es kann nicht weg, weil es ja fix eingebunden ist, aber es wird zu schwingen beginnen. Es wird also zittern nach dem Stoß. Na, und dieses Zittern entspricht genau der Wärme, die eingetragen wurde. Also wir haben durch den Stoß Energie in den Kristall freigemacht. So. Also das ist eine Erklärung für die Wärme. Stoß eines Elektrons, das durch den Strom getrieben wird mit einem Atom. So, gehen wir weiter. Naja, das zweite, was wir uns vorstellen können, durch elektrischen Strom wird Licht erzeugt. Wie funktioniert die Erzeugung von Licht? Ja, wieder das gleiche Modell. Nehmen wir also an, wir haben den Heizdraht oder den Glühdraht einer Birne, also wieder Atome angeordnet. Und wir wissen jetzt, dass diese Atome Elektronen besitzen, die also hier normalerweise mehr als in Kreisbahnen vorstellen können. Und jetzt kommt es dazu, dass ein Elektron mit einer Geschwindigkeit V auf ein Elektron in dieser Außenhülle stößt. Ja, was ist jetzt die Folge? Na, stellen wir uns einmal da unten das weiter vor, zoomen wir nur das hier raus. Die Folge ist jetzt, dass wenn wir hier dieses eine Atom anschauen und die Situation nach dem Stoß betrachten, so wird das Elektron, das sich bei diesem Atom befunden hat, auf einen gewissen Radius R1 hochgehoben. So. Während es hier auf einem Radius R0 gesessen ist. Das heißt, wir wissen, wenn wir einen Satelliten weiter rausschießen wollen, brauchen wir mehr Energie. Diese Energie ist jetzt vom Elektron hergekommen, dass dann das Elektron selbst, das den Stoß abfolgt hatte, na, das wird mit einer Geschwindigkeit V, die kleiner ist, dann weiterfliegen. Und das Elektron hier hat sich jetzt hochgehoben. So, zeigen wir mal so eine Kreisbahn auf. Und nach einer gewissen Zeit, die spezifisch ist, wird dieses Elektron auf eine innere Kreisbahn wieder zurückfallen.
Das heißt also, schreiben wir hier Delta T wird also das Elektron hier wieder zurückfallen und die Energie auf einer inneren Bahn, die ist geringer und die Energie, die jetzt da frei wird, die wird in Form von einem Lichtquant abgegeben und dieses Lichtquant ist das, was wir dann als das Leuchten oder Glühen wahrnehmen und das unsere Netzhaut entsprechend auffängt. Also, schauen wir weiter. Was wäre als eine weitere Folge? Ja, wir können mit einem Strom ein Magnetfeld erzeugen. Am leichtesten kann man sich also vorstellen, einen Elektromagneten. Sie kennen vielleicht vom Schrottplatz her die großen Elektromagneten, die die Autos durch die Gegend heben. Die funktionieren alle elektrisch. Na, wie funktioniert das? Wenn wir hier also einen Draht haben und aus diesem Draht mit einer Stromstärke I betreiben, naja, dann bildet sich um diesen Draht ein Magnetfeld aus, so schlauchförmig. Ups. Und dieses Magnetfeld selbst, das können wir feststellen, indem wir eine Magnetnadel hernehmen, also einen Kompass, und schauen, wohin die Kompassnadel geht. So. Was wir hier beobachten können ist, dass die Kompassnadel mit dem Südpol hierher zeigt und mit dem Nordpol hierher. Der Südpol zeigt, also zum Nordpol, das heißt, es hat sich ein Magnetfeld ausgebildet und dieses Magnetfeld, das ist nutzbar. Weiters können wir noch eines feststellen, naja, das kennt auch jeder. Eine Wirkung des elektrischen Stroms ist eine Kraft. Beziehungsweise die Kraft können wir nicht wirklich sehen, aber wir sehen eine Bewegung. Na, wie passiert das? Gehen wir wieder davon aus, dass wir hier einen Draht haben und durch diesen Draht fließt also der Strom I. Und jetzt tauchen wir diesen Draht in ein Magnetfeld, das von außen kommt. So. Und jetzt können wir beobachten, wie auf einmal eine Kraft den Draht zu beschleunigen beginnt. Das heißt also, wir haben hier ein F, wir haben hier ein A und wir haben hier natürlich eine Geschwindigkeit V. Das sind also die wesentlichen Wirkungen, mit denen wir uns beschäftigen. Fassen wir noch einmal zusammen. Die erste Wirkung ist die Wärme. Wärme basiert darauf, dass Elektronen auf Atome stoßen. Diese Atome selbst werden in Schwingung versetzt, aber sind aber fix eingebunden und Schwingung entspricht Wärme. Je mehr Schwingung, desto mehr Wärme. So. Licht. Das stoßende Elektron hebt das Elektron beim Atom in eine höhere Bahn. Gibt also Energie ab, fliegt dann mit einer geringeren Geschwindigkeit weiter. Nach einer gewissen Zeit, Delta T, fällt dieses Elektron auf der höheren Bahn auf eine niedrige Bahn zurück. Und die Differenzenergie zwischen diesen beiden Bahnen wird in Form eines Lichtquants abgegeben. Das ist das Leuchten, was wir sehen. Dann, fließender Strom in einem Draht erzeugt ein Magnetfeld. Leicht wahrnehmbar, indem wir eine Kompassnadel hingeben und die Ausrichtung der Kompassnadel uns ansehen. Wo kann man das verwenden? Na, zum Beispiel bei den Hubmagneten. Und das vierte, naja, ein Draht, der in einem Magnetfeld sitzt und von einem Strom durchflossen wird, der erfährt eine Kraft F und dementsprechend eine Beschleunigung A und entwickelt eine Kraft. Das heißt, hier haben wir das Elektromotorenprinzip. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.